Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video gibt es für euch die Zusammenfassung der Keynote von heute. Viel Spaß! Ja, zunächst mal fangen wir mit dem Wichtigsten an. Apple hat ein neues MacBook vorgestellt. Das neue MacBook wird einmal in 13 und in 15 Zoll verfügbar sein, einen neuen Prozessor haben, der das Ganze wieder schneller macht, logischerweise. Aber spannenderweise haben sie eben auch eine neue Technik hinzugefügt, und zwar eine kleine Leiste, die oberhalb von der Tastatur ist. Dieser hat einen Touchscreen und zeigt eben noch zusätzliche Sachen zum Display an. Und zwar meistens eben kleine Kurzbefehle, die sich pro Programm eben unterscheiden können. Beispielsweise, wenn ihr in eurem Safari seid, könnt ihr eure letzten oder Favoriten-Tabs eben oben eingeblendet sehen und mit einem Klick eben schnell aufrufen. Außerdem seht ihr all eure Tabs angezeigt, könnt eben hin und her switchen und habt somit einen wesentlich schnelleren Zugriff. Das Ganze ist gedacht, wenn ihr eben produktiv arbeiten wollt, das heißt, wenn ihr gerade im Schneideprogramm seid, könnt ihr mal eben schnell durch eure Timeline scrollen, oder wenn ihr in Photoshop seid, eure Layer durchswitchen. Außerdem ist das MacBook sehr, sehr klein geworden. Das heißt, wenn ihr jetzt ein 13 Zoll MacBook Pro habt, ist es kleiner als das MacBook Air, leichter als das MacBook Air und somit macht es das MacBook Air eigentlich ziemlich überflüssig. An Anschlüssen hat sich auch etwas getan, und zwar gibt es jetzt viermal USB-C, bei dem ihr jeweils entweder ein Ladekabel, ein Bildschirm, USB, Thunderbolt oder sonst was anschließen könnt. Dadurch habt ihr eben die volle Wahl, wo ihr was anschließen wollt. Außerdem könnt ihr durch die neuen LG-Monitore beispielsweise, die eben integriert einen USB-C-Hub haben, noch mehr Geräte anschließen und somit dann beispielsweise 2x5K-Displays, den MacBook-Display benutzen und dann nochmal eure Peripherie anschließen, was es laut Apple zu dem MacBook mit der meisten Power macht. tvOS hat auch ein kleines Update bekommen, denn ihr könnt jetzt mit einer neuen App namens TV eben eure letzten Serien und Filme, Live-Sendungen zusammengefasst in einer App sehen. Dort könnt ihr ganz einfach zusammengefasst aus allen Apps alle Shows sehen. Das heißt, ihr habt eine Übersicht aus den besten Shows von allen Apps, die ihr eben installiert habt, könnt dort nach bestimmten Shows suchen oder eben auch nach bestimmten Fernsehsendern. Dadurch sollt ihr einen schnelleren Zugriff auf eurem TV haben und so eben schneller auf Serien zugreifen können. Außerdem könnt ihr mit der App mit Siri interagieren, das heißt, wenn ihr nach einer Serie beispielsweise fragt, wird diese über das neue TV in der entsprechenden App geöffnet. Diese App hat es übrigens jetzt außerdem noch auf die iPhones und auf das iPad geschafft. Somit habt ihr eben live immer alle eure Filme, Serien, TV-Shows in einer App synchron auf all euren Apple-Geräten. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer kleinen Meinung. Und zwar habe ich mich kurz umgeschaut, mal auf Twitter geschaut, was die Leute denn überhaupt von dem neuen MacBook halten. Und da sind die Meinungen wirklich sehr, sehr gespalten. Einige schreiben, dass sie das eben mehr als ein Spielzeug finden und zum Produktivarbeiten es eben überhaupt nicht für sie gebrauchbar ist. Ich finde es persönlich auch schwierig, sich daran zu gewöhnen, finde es aber eine tolle Idee und zumindest könnte man es einfach mal ausprobieren. Andere finden es wieder absolut klasse und haben quasi nur noch auf so ein Feature gewartet, um produktiv arbeiten zu können. Da spalten sich die Meinungen aktuell wirklich ziemlich krass. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, werde es mir auf jeden Fall mal anschauen und es ausprobieren. Mal schauen, wie sich das wirklich so verhält. Am Anfang wird es wahrscheinlich etwas schwieriger sein, eben auf diese neue Menüleiste zuzugreifen und nicht oben in die Menüs reinzugehen. Aber nach einiger Zeit Gewöhnung dürfte das vielleicht sogar echt einen Geschwindigkeitsvorteil bringen. So, und im Prinzip war es das auch schon von den wichtigen Dingen, die auf der Keynote vorgestellt wurden. Den Rest, ja, fand ich jetzt persönlich nicht so interessant. Ich packe euch trotzdem den Link unten zur Keynote in die Beschreibung. Ihr könnt euch da also auf jeden Fall mal umschauen, wenn ihr noch irgendwelche Sachen vermisst oder eben noch mehr Informationen haben wollt. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder am Mittwoch um 16:30 Uhr. Bis dann, haut rein und ciao.